Da geht's. Gut. Okay, dann ist hier aber, glaube ich, nur eine Pastille gewesen. Aber ist ja auch okay. Wenn hier das Feld soweit fährt. Dann kann ich da jetzt weiter hoch. Die Bäume sehen ja aber auch schon aus, als ob die mal bessere Zeiten haben. Ja, was erwartest du? Ist halt hier trostlose Ebene. Trostlos. Alles Kompott. Also ein richtig schönes Gebiet wie am Anfang, wo alles so schön grün ist. Ist das die Tür, die von der anderen Seite verschlossen war? Ah, hier, das kann sein. Nee, die ist offen. Da kann man bestimmt. Hä? Was ist denn das? Ich passe doch da durch. Das ist Scam. Also. Aber hier gibt es ja vielleicht einen Mechanismus, denn die Teile, die wir haben, sind ja dafür da, um einen Mechanismus zu öffnen. Ah, da kommt man aber nicht hoch. Na, irgendein Item, da stand das bei, dass es als Schlüssel fungiert. Ja, hier, keine Ahnung, ne? Weil hier komme ich auf jeden Fall noch nicht einfach so durch. Da müssen wir noch irgendwas aktivieren. Ja, sieht generell nicht aus, ob man da durchkommt. Ach, dass ich die Tür. Ja, der DLC wurde noch nicht veröffentlicht. Nee, der soll ja eigentlich. 21 Uhr. Ist ja 21 Uhr. Ach so, ja, also in 3 Minuten. Vielleicht. Nee. Vielleicht geht's ja dann noch nicht lang. Das ist aber echt kurios hier. Also ich hätte gedacht, wenn es da wirklich durchgehen würde, hätte man das auch gesehen. Dass man irgendwie schon hätte was drücken können. Naja. Das irgendwie steht, geht jetzt noch nicht oder so, keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass es immer noch geht dann später, aber. Aber dann hau ich hier halt wieder ab. Ah! Oh. Süßholz. Und Miri, guten Abend. Du hast den Elternabend überlebt. Oh Gott, du hast auch sehr Elternabend schön heute. Ja, dann willkommen hier. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kann die Entspannung endlich losgehen, ne? Das ist halt die Frage, für wen. Ja also hier geht's nicht durch. Lang. Das wundert mich halt ein bisschen, weil. Mich auch. Ich überlege gerade, wo wir denn eigentlich jetzt lang könnten, weil ich. Von hier komme ich ja. Ja, ja. Mir fällt jetzt irgendwie spontan kein anderer Weg ein. Ist die Frage, ob der Durchgang, der versperrt war, dieser Sandfall, ja, ob der jetzt vielleicht weg ist? Du kannst ja, kannst ja hochgehen. Was passiert? Das war das da vorne? Nee, aber der ist noch da vorne. Siehst du ja, wenn du links hochguckst. Ja, ist noch. Ach, da vorne. Geh trotzdem nochmal kurz hin. Ich mach mal hier kurz nicht, vorbei. Nicht wieder alle drei Polen. Nee, die resetten doch. Ah, guck mal, du bist nicht respawned, weil der vorne so einen Funken hat fallen lassen. Hm. Also hier geht's auch noch nicht lang. Also das ist ja wild. Ja, weil das eine Item, was wir haben. Ah, Mann. Nee. Welches war denn das? Da stand, eins ist wie ein Schlüssel. Ach, das hier. Ja. Wenn ich nur einen Schlüssel bräuchte, hätte ich dich nicht hergebeten. Diese rätselhafte Vorrichtung vom Körper der steinernen Vorhut hat eine seltsame Form und könnte dazu genutzt werden, bestimmte Mechanismen zu entriegeln. Also du könntest jetzt nach dem Golem noch weitergehen, da war ja noch ein Weg, glaube ich, runter. Ah, da kommt wer. Hallo. Au. Oh. Ich hab grad gar keinen schweren Angriff machen. Ja, also, oh Mann, der. Na, geradezu durch den Durchgang. Beim Buddha-Kopf. Ich will Würmer! Nee, die findest du da nicht. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Irgendwo da vorne hin halt, ne? Vielleicht geht's da ja rüber. Oder auch nicht. Na, da ging's auch hier da hinten noch runter. Und du meintest, du willst noch ins Dorf oder was auch immer. Ja, hier, wa? Da war der Schrein. Gibt's denn eigentlich schon eine aktuelle Meldung jetzt zu Aberration? Ja, das wäre interessant. Hat jemand schon geschaut? Wurde es wirklich released? Oder haben sie es nochmal verschoben? Man kennt ja alles.
Oh, hallo, Dwarf. Jemand da? Gucken wir mal. Da vorne ist auf jeden Fall ein Dude. Oh Gott. Doppeldudes. Bam. Auf die Rübe. Oh, da ist noch einer. Der hat auch so komische Hörner. Ja. Eine Teufel. Sieht schon spaßig aus, musst du sagen. Macht Bock. Ach, guck mal, hier wieder so ein Frisse. Den Trailer für Bob's Tales gab's schon. Ja, immerhin den Trailer. Aber ja, das hilft natürlich nicht, wenn das noch nicht rausgekommen ist. Ich dachte schon, er steht wieder auf. Dachte ich auch. Hilf mir, hilf mir. Okay. Hier war aber irgendwie nichts weiter, ne? Nee, wenn du nicht irgendwo noch hochkommst oder so, aber hier war nur eine Pflanze im Hinterhof. Vielleicht war es das schon. Die Hinterhofpflanze. Ihr kennt sie nicht. Kennt man. Ah, oh, was ist denn das? Dreie. Der hat Illusion, aber das sieht cool aus. Ah, ja. Ja, aber da müssen wir da mal schnell ran. Achso, es geht noch nicht. So, ready? Das ist so ein typischer Schütze, den wir schon mal hatten. Ja, aber der also, hat jetzt der kann was anderes extra jetzt. Zauber, würde ich sagen. Ist natürlich richtig geil, dass der jetzt da steht. Schmeiß ihn runter, los! Komm! Runterfallen kann er eh nicht. Hey! Ist eigentlich schade, dass man ihn runterschubsen kann, ne? Ja. Hätte noch gefehlt. Aha. Der hat mal wieder was. Es wurde veröffentlicht, Ezio. Oha. Okay, alles klar. Ja, wenn alles läuft, dann gibt es morgen auf jeden Fall einen Arc-Stream. Rattengouverneur. Oh je. Was hier alles gibt, da liegt was. Oh, Pastillchen. Nee, ach nee, schon wieder. Wir sind ruhig. Gibt's wieder einen Punkt. Ich muss sagen, das würde ich auch gerne mal machen. Einfach halt in irgendeiner Stelle, wo es wirklich einfach keinen normalen Menschen gemachten Lärm gibt. Ja, was bei uns ja relativ schwierig ist, weil wir in großen Kreuzungen wohnen, mitten in Berlin. Ja. Einfach mal hinsetzen, Augen schließen, einfach mal lauschen. Mhm. Hier runter? Schwierig. Da kommst du nicht runter, glaube ich. Und dann geht's ja auch nicht weiter. Dann geht's da vielleicht nicht weiter. Dann hier an der Seite. Ich weiß nicht, ob die Fackeln irgendwas zu sagen haben hier oder diese Feuerschalen, ob es da irgendeinen Weg gibt. Und da liegt noch was. Schon wieder was. Ein Weg hier hinten links oder ist das? Ich guck gleich mal nach. Maximales Mana wird erhöht. Sehr schön. Endlich. Hier durch? Ja. Dann ist das der Weg. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel auf jeden Fall. Freunde. Wir hatten lange keinen Boss. Ja, das stimmt. So, wo wir das ähnlich schon mal hatten mit dem Wind und so, ja. Hat mich damals an Montserrat erinnert irgendwie. Oh, dabei auch ja. So ultra Totenstille, wo wir in dem Bergkloster da waren, haben da irgendwie Urlaub gemacht und viel wandern gewesen. Oben in den Bergen, da hörst du einfach nichts außer Wind und Rauschen der Blätter und keine Ahnung, ist einfach wirklich keine Menschengeräusche. Das war richtig gut und das erinnert mich ja auch wieder an Demon's Souls mit den Ketten. Nee, nicht. War Eldring. Das Demon's, das war wieder Elden Ring. Ich komme durcheinander, bei welchen Spielen das alles war. So, da geht's glaube ich nicht runter. Nee, da geht's nicht runter. Aber hier geht's runter. Das haben wir gerade in der Meditation gesehen. Hui! Ey! Erstmal runterschubsen. Ey, nee, ich wollte nicht runter. Oh nee, ich will doch da hoch. Das ist ja geil mit dem Sand. Wie das aussieht, richtig gut. Ey, also wieso rutsche ich denn jetzt? Ach man, da oben war bestimmt was. Ja, dann geh doch. Nee, der rutscht hier die ganze Zeit. Ja, du kannst doch hier bestimmt links hoch. Ja. Nee, oh je.
Oh, na klasse. Also das ist ein Gebiet, wo man auf jeden Fall nochmal schauen sollte. Ja, da gibt es bestimmt irgendeine Möglichkeit, wieder hochzukommen. Ja, ja, bestimmt. Da vorne ist er. Da sind mehrere wieder. Hey! So ein bisschen Treibsand hier. Ich will aus dem Sand rausgehen. Guck mal, eine Kiste. Schnell mal öffnen. Mach auf! Falsche Seite. Von der anderen Seite geht's nicht. Ich habe gehofft, die könnte man von der anderen Seite einfach aufmachen. Ja, nur schon. Ja, kannst du hier links irgendwo hoch, wo du weiter gehst? Irgendwie eine Möglichkeit zurückzukommen. Weiß nicht, hier vielleicht. Ah, Blümchen. Nicht wieder auf den Sand, nee, vorne? Nee, ich will ja nicht. Aber ganz hoch geht's, glaube nee, ich. Nee, aber nicht. Hier vielleicht irgendwie noch. Hier irgendwie, weiß nicht, ob es hier links noch irgendwann geht. Da nicht. Nee. Hier ist auch nichts weiter, ne? Wenn du hier links vorbeischleichst. Geht auch nicht weiter, okay. Mm-mm. Doch, geht weiter. Ja, aber nur hier ein sicherer Weg, wo man nicht so rumschlittert, ne? Das ist doch okay. Vorne ist auf jeden Fall was zum Einsammeln. Da unten steht noch einer. Oh ja, das holen wir uns. Wieder von drüben, die kleinen Schweinchen. Okay, jetzt kann ich aber wieder runtergehen. Ja, ja, ja. Kannst ja gleich hier von auf den anderen du draufspringen, naja, hier. Der war weiter vorne, ne? Der war hier links unten, glaube ich. Da ist er. Hey. Der andere, ach Gott, da drüben. Und wieder durch den tollen See. Ich rutsche einfach weiter. Tschüss. Ja, tschö. Da kann man bestimmt richtig viel übersehen. Aber es macht Spaß. Einfach mal ein bisschen durch den Sand surfen. Oh je. Oh, ein Schrein. Ach nein, ach, er ist wieder da. Es ist echt widerlich. Easy, easy. Ja, das haben wir uns auch schon gefragt, Miri, wo die Stimme herkommt. Einfach nicht, der kann gut singen. Einfach nicht fragen, weil ich meine, wer lebt denn schon ohne Kopf? Ja, das also, stimmt, ne? Auch wieder. Ein Schlingeli. Oh, das ist ein Weinwurm, oder? Oh nein, wir haben Würmer. It's your grandly. Hey, luckily I've kept it close for its rightful owner. Was haben wir gekriegt? Aufs Haar, genau. Das kenne ich aus dem Intro noch. Der Außerkorne bläst Haare in die Luft und erzeugt Duplikate, die den Kampf unterstützen. Das gibt es übrigens auch im Buch. Das gibt's im Buch? Ah, okay, cool. Das ist ein echter Zauber aus der Geschichte. Ja. Der Anni hatte nämlich schon gesagt, dass sie das Buch jetzt liest. Gestern kam ich nur leider nicht mehr zum Lesen, aber vielleicht heute Abend noch. Die Mucke echt gut hier. Dann müssen wir den Zauber ja auswählen. Ah nee, der müsste ja der da ist ja schon, sein. Der war ja gerade schon automatisch ausgewählt. Ja, okay. Aber ich frage mich echt, wo wir noch mehr Weinwürmer herkriegen sollen, weil das Problem ist, wir brauchen für die nächste Herstellung von unserem Trank oder Aufwertung 5 von den Dingern. Ja, wir haben das ist einen. Ganz schön krass. Und wir sind, glaube ich, bei Stufe 2 von 6 oder so. Und Lucarius, du gehst schlafen, du schaust dir den Rest des Streams morgen an und führst die Liste weiter. Alles klar, gute Nacht, schöne Träume. Der Kopf vom Rumpf getrennt, hat man nur eine 80-prozentige Behinderung. Ist das so? Weiß nicht. Nicht mal 100%. Mal gucken, da oben war halt auch was zu sammeln. Aber ja, ja, du hast ja recht. Hier, da kann man wieder einen Song hören bestimmt. Dauert vielleicht auch wieder länger, mal gucken. Ach nee, Hufu. Eifer des Tigers. Was haben wir denn bei dem anderen... Da stand, gebraucht, war das auch Eifer des Tigers? Nee, ich glaube. Kann man bestimmt runter. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Ich weiß nicht, aber hier geht's auf jeden Fall nicht weit.
Muss erst ja wenn wir das haben. Da muss man sich ja merken, wo die ganzen Dinger sind, ey. Ja. Die sind aber immer in der Nähe von irgendeinem Schrein, so nur reißt man dann die Schreine ab. Man also reisend. Reisend mit einem Elf. Ja, weg damit. Hab ich hier gerade nicht irgendwie im Visier gesehen? Ich sehe Dinge, ich halluziniere. Mhm. Ah! Ach, ich dachte schon, das wäre Papa wieder, aber wow. Geht ja nicht, der wurde ja gegessen. Ja, das stimmt, der wurde leider verspeist von vom ersten Sohn. Mhm. Neblig hier. Ein bisschen vielleicht. Da ist wer, den können wir gleich mal angucken. Wir schauen, ob wir noch was haben. Wieder wer. Die können nichts. Weißt du, was mich interessieren würde? Gibt es hier einen Yubi im Plus eigentlich? Ich wette. Also es würde mich... Hey, es würde mich stark wundern, wenn es keins gibt. Der will hier nicht mitspielen, Herr Fritze. Na, der ist hinüber, ja. Der ist hinüber, ja. Ja, der lag gerade noch so ein bisschen länger. Aber da muss man wieder gucken, weil die Bildspuren hinterlassen. Ich glaube, da hängt wieder sowas, was irgendwas bei uns... das ist Boss übrigens. Blutrünstiger Dämon stand da. Ihr Lieben! Nur mal kurz AFK. Ja, mach mal. Ihr habt ja die Chance, Punkte zu investieren. Zu verlieren. Vorhin habt ihr sie auch nicht verloren. Jedenfalls nicht ja, richtig. Das stimmt. Da könnt ihr doch mal, ne? Investiert mal. Glaubt an mich oder lasst es bleiben, aber setzt Punkte bitte. Guck mal kurz bei der Selbstbestimmung. Achso, die kann ich ja wieder nicht mehr auswählen. Inventar. Was ist denn da noch dazugekommen eigentlich? Segen. So viele Pilze, ey. Wir müssen irgendwann mal was herstellen. Wir können alles Mögliche herstellen. So Medizin, Gedöns. Die Feuerglockenblumen, davon haben wir auch schon ein paar. Was kann man da machen? Wahrscheinlich irgendwas, ein Feuer-Item oder so. Oh mein Gott, also jetzt habt ihr es aber wissen wollen mit den Punkten. Uff, der Druck ist da. Eieiei. Jetzt lohnt es sich auf beiden Seiten in irgendeiner Art und Weise. Oh Gott. Was ist mit dem Tagebuch eigentlich los? Wir haben, guck mal, 26, also da steht 26 von 29 niederen Yaoguai schon kennengelernt. 9 von 13 Yaoguai-Oberhäuptern, 5 von 8 Charakteren und 6 von 11 Yaoguai-Königen. Vielleicht sind wir doch schon recht weit fortgeschritten. Weil, also zumindest gibt es hier nicht mehr so viele andere Gegner. So, ihr habt noch eine Minute Zeit zum Punkte investieren. Meditationsorte, Schwarzwindberg 2 von 3, Gelbwindkamm 3 von 6. Ist halt die Frage, ob es noch viel mehr Orte gibt. Aber bestimmt, ich meine, wir haben ja erst ein Kapitel geschafft. Anni, du nichts falsch machen. Ich mache nichts falsch, Nadia. Ich gebe mir Mühe. Ich bemühe mich. Muss nur noch auf Mario warten und dann geht's hier weiter. So viele Mopsis hier. Aber ist schon geil mit den Zeichnungen, muss ich sagen. Das finde ich sehr sympathisch. Hier, der fehlt noch. Den haben wir noch nicht kennengelernt. Oh je, Mine. Ah, der weißgewandte Edler. Das war ja der Wasserfritze. An den Stein hatten wir vorhin. Kopfloser Mönch. Hm. Gerne einiges falsch machen, wir verzeihen das. Und der Shen-Affe. Boah, nehme ich auch noch einen Schluck Wasser? Ach nee, oh, ich habe noch einen Schluck Kaffee hier drin. Auch gut, aber ein Schluck Wasser geht auch. Hast du eigentlich schon deine Strafe eingelöst? Ach so, na, das kann ich ja vielleicht nach dem Boss machen. So, wie? Na, Nadia, ja, das machen wir danach. Noch 31 Grad hier. Es wird nicht kühler.
ihr Lieben. So. Dann warte ich mal, bis du deine Kopfhörer drin hast. Ja, warte, ich habe einen Knoten reingemacht. Sehr gut. So. Ready? Ich muss ja nichts machen. Ich bin auch ready. Los jetzt. Muss ja nur zugucken. Guck mal, hier hatte ich gerade gezeigt, wir haben schon voll viele Charaktere kennengelernt. Ah. Die Frage, ob das die komplette Übersicht ist, weil dann fehlt nicht mehr viel. Ja, aber das ist gerade mal Kapitel 2. Ja, das, aber ich weiß nicht, ob die getrennt werden. So, ach nee, blutäugiger Dao ist nicht Dämon. Gut. Hinter dir, ich sagen, irgendwas ist da hinter dir. Ach, eieiei, ich mache erstmal kurz den kleinen. Uiuiui, das macht aber gut Schaden. Du bist vergiftet übrigens. Oder das, oder Blut oder was man das ist, keine Ahnung. Das ist aber übel, weil ich weiß nicht, ob ich dagegen... Warte mal, mal kurz gucken, ob wir da eine Heilung haben. Und weißt du, was helfen würde? Was denn? Nicht die Verwandlung, sondern dieses Immun gegen alle vier Flüche. Stimmt, ja. Aber hier Zustand verbrannt und erhöht Brand. Was ist denn Schadensreduktion? Ah, also das erhöht die Verwendung längere Zeit den Schaden und nur Buffs. Ja. Einfach gut. Kaputt ich hoffe einfach, dass das irgendwann auch aufhört. Ansonsten, du kannst dich ja verwandeln. Ja, und dann sollte es eigentlich weg sein, ne? Komm, machen wir mal so. Kurz hier. Glaubst du überhaupt? Nee, doch, bisschen. Aber nicht viel, ne? Ja, einige Schläge gingen da irgendwie durch. Ja, aber komm. Der brennt auf jeden Fall. Das ist schön. Ey. Oh, Mist. Da war es zu Ende. Was macht der jetzt? Ey, Freundchen. Oh Gott. Weg, weg, weg. Der heilt sich. Nee. Ui. Mal hier kurz ein bisschen Fokuspunkte aufbauen. Aha. Kannst du deine Affenfreundin noch preisbieten? Stimmt, wir haben ja jetzt was Neues. Guck mal hier, gucken wir uns das mal an, wie das läuft. Ist grad. Ist okay. Die kümmern sich ja mit um ihn. Ey. Na, na. Aber unser Pferdetyp ist nicht ready, wa? Nee. Ey, klaut mir nicht den Kill! So. Hast aber Glück gehabt. Dass du den noch abgestaubt hast. Ja. GG! Ja, man muss sagen, das sind halt wirklich so kleine Minibosse, ne? Der war mini. Aber ey, Minibosse gehören dazu. Wir wissen ja nicht, was echte Bosse sind. Wobei, der sah jetzt nicht aus wie ein echter Boss. Aber der wäre trotzdem nett. Und hier, da haben wir wieder so ein Extra. Das ist, glaube ich, sowas Besonderes für die Gurde, um noch einen Trank da extra zu bekommen. Ja, die Duftrebe. Genau. Die ist nämlich dafür da, dass wir unsere Flasche verbessern können. Hm. Mit einer Aufwertung. Links und links durch die Tür? Vorbei in der Tür rechts? Nee, einfach nur eine Statue. Ja. Okay. Ihr kriegt erstmal eure Punktis. So, Ergebnis wählen. Easy peasy war das. Easy. Wir hatten da so viele Punkte verloren. Weiß nicht. Ich glaube Miri. Oder? Wir hatten so viel gesetzt gegen mich. Was? Ich war's nicht. So, war hier. Schick auf jeden Fall. Hier noch was? Komm sie her. Ja. Ne, ich wollte ja nur mal um die Ecke. Linsen. Linsen. Selber Linse. Immer eine Kiste? Nisch. Du natürlich! Muss hier doch mal sinnvoll einsetzen. Jetzt hast du auf jeden Fall was für die Herde getan. Ja, andere freuen sich auf jeden Fall. Ja. Jetzt sammel doch, mein Gott. Ja, sammel doch. Sammel doch. Da ist wer auf der Brücke. Der ist aber Standardgruppe, oder? Das ist so ein Pferdefritzer. Ist eigentlich drauf abgebildet? Ist das ein Tiger oder was soll das sein? Sieht aus wie ein Tiger. Nee, ja. Das? Irgendwas Katziges. Oder eine Katze insgesamt.
Bäm. Schild kaputt. Ja. Hey. Da ist doch noch ein kleiner. Der braucht sich gar nicht verstecken hier. Oh, komm, der sieht mich nicht. Jetzt wird ihm einfach in den Abgrund. Ja, ich habe schon gedacht, der springt runter. Oh. Was ist das denn hier? Ein Gebäude. Hm. Und ganz schön windig hier. Hängt da wieder vielleicht jemand drin? Manchmal hängt auch irgendwo irgendwer. Komm auf jeden Fall nicht rein. Da kannst du einfach rumgehen, andere Seite. Ah. Hör doch wen. Schon wieder so ein Mini-Fritze. Man sieht hier nicht so viel. Also Licht und Schatten ist hier immer ein bisschen schwierig. Okay, also hier kommt man auf jeden Fall auf den Hof, aber ich wollte erstmal den Weg weitergehen. Mhm. Ich folge mal kurz. Ja, ich weiß nicht. Mal kurz. Mal kurz. Das Problem ist halt. Da geht's auch hoch. Ey. Ja, wo will man halt zuerst hin? Ich meine, der Hof vielleicht ist sehr beschränkt. Und oben geht's weiter. Ich gehe mal kurz. Mal kurz, ihr kennt's. Hallo? Okay, der hat sich gar nicht bewegt, warum auch immer. Er wollte nicht. Wie bei Dark Souls. Er hat gerade meditiert oder so. Ja. Oh, eine Kiste. Im Schatten ist bestimmt auch noch irgendwas. Gucken wir gleich mal. Und Colin! Hallöchen! Hallöchen! Ganz lieben Dank! Oh, ich habe gerade gegen das Mikro gepunkt. Sorry. Vielen lieben Dank für 67 Monate. Guten Tag. Na? Alle Dude auf dem Zuckerhut? War da noch was? Nee, hier war nichts, ne? Da war nur der Fritze. Okay. Also, wirklich, ja. Lichtverhältnisse, ja, das schwierig. Ist halt immer, wenn du in, also, kennst du ja, wenn du aus prallen Sonne irgendwie in den Schatten kommst, dann siehst du erstmal nicht so viel. Dass sich die Augen dran gewöhnt haben. Ja. 67, shit, du bist alt. Ach, naja. Ja, für andere, die älter sind. Aber trotzdem auch schon so lange dabei, also das hoffen wir. Vielen lieben Dank dafür. Also schwerer Angriff kann man schon mal machen. Ja. Hat sich abgelegt. Mhm. Aber mehr ist hier nicht? Nö. Dann war das vielleicht... Alle umhauen, bevor sie Eier legen. Was? Das heißt doch, töte es, bevor es Eier legt. Mein Gott. Quatsch. Klar. Nein, wer sagt sowas denn? Alle. Jetzt hier hoch. Alle Dude, du bist viel am Arbeiten. Ja, hoffentlich hast du aber auch mal ein bisschen Pause zwischendurch. Da oder da hoch? Ah, das da oben ist ein Tor. Gucken wir mal, ob wir das Tor öffnen können. Vielleicht kann man ja einen Shortcut freischalten jetzt. Ja, Mann! Rechts war irgendwas. Rechts? Ach, das ist auf der anderen Seite. Ihr guckt doch mal hier durchs Tor durch. Das ist am Bubsi. Ach, hier, oh Gott. Gar nicht. Da, ja. Aber da kommen wir nicht ran. So viele Tore schon gefunden und keins geht auf irgendwie. Alle Tore sind geschlossen. Schon ein bisschen merkwürdig. Dann gehen wir mal hier lang. Weil ich hatte gehofft, dass das wirklich irgendwie nur so ein in sich geschlossener Teil ist, den wir hier gerade machen. Aber irgendwie. Machen wir hier mal auf. Hallo? Das geht natürlich auf, klar. Noch größer, noch mehr, noch. Oh Mann. Also ich glaube, da kommt man weiter rein und hier. Lauf mal kurz. Ah, Gott. Ah. Hey, hey, hey. Immer wieder der gleiche Schmuh hier. Ja, hey, warte mal. Das ist das. Ja, hier ist der Schrein direkt. Ja, das ist der Shortcut. Oh, richtig gut. Hier vorne ist der Schrein. Da ist der Schrein irgendwo. Wir könnten nämlich mal unsere Gurde aufwerten lassen. Hier ist der Schrein, oder? Links. Links? Ah, da hab ich. Ich. Hinterm Stein war da doch eigentlich. Nee. Hä? Dabei, nee, hier links. Ich war da doch da hier gerade zu. Völlig verwirrt, übersehen. Ist dann die Frage, wie lange du heute machen willst. Wie spät ist es denn? Halb 10. Ah.